Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Erstmal, ich sehe gerade in dieser Kamera, dass mein T-Shirt komplett komisch geknöpft ist. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Und heute reden wir über Dinge, die du am Abend machen kannst, um dich für einen guten Morgen vorzubereiten. Ich habe auf meinem Kanal schon sehr, sehr oft über das Thema früh aufstehen, 5 Uhr morgens aufstehen, gute Morgenroutine und sowas geredet. Und heute geht es mal darum, wie können wir eigentlich uns abends optimal darauf vorbereiten, früh morgens perfekt, gut ausgeschlafen, motiviert aufzustehen. Ich persönlich habe oft das Erlebnis gehabt, dass ich morgens früh aufstehen wollte und mir abends gesagt habe, okay, morgen wird ein perfekter Tag, um 5 Uhr morgens aufstehen, und dann war ich morgens einfach so müde und konnte nichts machen, war sauer auf mich selbst, weil ich mein Versprechen nicht mit mir eingehalten habe, und dann war der Tag schon direkt schlecht. Also, was lernen wir daraus? Ein guter Morgen beginnt schon am Abend zuvor, und heute gibt es 5 Sachen, die du am Abend machen kannst, um einen guten Morgen zu haben. Viel Spaß beim Video. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass mein größtes Problem abends wirklich mein Handy ist. Also manchmal liege ich wirklich um 21 Uhr im Bett und denke mir dann so, okay, ich könnte jetzt eigentlich schlafen, aber ich möchte noch gerne mal bei TikTok scrollen, ich möchte auch gerne mal die Instagram-Posts angucken und sowas. Und dann werden aus diesen 10 Minuten irgendwie 2 oder 3 Stunden abends. Und ich kann euch wirklich sagen, legt euer Handy abends weg. Ich dachte gerade, wir sind mit meinem Zimmer. Am besten wäre es natürlich, wenn du dein Handy irgendwie schon 2 Stunden vor dem Schlafengehen weglegen kannst. Ich persönlich mache es meistens so, dass es eine halbe Stunde bis eine Stunde ist, was jetzt schon eine Steigerung ist von dem, was ich früher gemacht habe. Natürlich immer noch nicht optimal ist, aber ich denke mal, dass so eine Stunde schon ein sehr guter Zeitraum ist, um sein Handy wirklich mal wegzulegen vor dem Schlafen. Alternativ lese ich momentan einfach sehr, sehr gerne vor dem Schlafengehen noch ein paar Seiten. Der zweite wichtige Punkt, und ich weiß, keiner möchte das hören, aber ihr solltet das am besten hören, ist wirklich abends kein TikTok zu benutzen. Ich spreche da ernsthaft aus Erfahrung, weil ich es selbst von mir kenne, dass ich von TikTok so aufgehypt werde und irgendwie so rastlos dann bin, weil ich diese ganzen 15-Sekunden-Videos sehe und ich dann so viele Impressionen habe und einfach nicht runterkomme am Abend. Und ich weiß, es ist super verlockend, auf TikTok zu gehen, aber es hilft euch abends einfach wirklich nicht. Deswegen natürlich abends Handy weglegen, 2 Stunden vorher am besten, und auch generell am Abend einfach am besten nicht auf TikTok sein. Ich persönlich gucke mir abends zum Beispiel noch sehr gerne Dinge auf YouTube an, weil das regt mich sozusagen nicht so auf, sondern ich kann da Videos angucken, die mir noch ein bisschen helfen, die mir helfen runterzukommen. Und das ist dann eher sinnvoller. Okay, Lara, jetzt hast du schon 2 Sachen gesagt, die wir nicht machen sollten. Aber was sollen wir denn jetzt machen? Dinge, die ich sehr gerne abends mache, ist zum Beispiel Tagebuch zu schreiben. Generell über den Tag nachzudenken, nochmal Fragen aufzuschreiben, die man hat, oder über Dinge, die am Tag passiert sind, nochmal zu reflektieren. Das ist eine Sache, die ich sehr, 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 sehr sinnvoll finde. Ich persönlich mache das ja in Form meines Accountability Buddies. Da möchte ich jetzt nochmal drauf näher eingehen. Aber ich habe dazu auch schon 2 Videos gemacht, die ihr euch sehr gerne angucken könnt. Und habe dort erklärt, was ein Accountability Buddy ist, wie er mir geholfen hat und wie ihr das auch machen könnt. Falls das aber nichts für euch ist, dann natürlich das ganze Mal Tagebuch schreiben oder generell Dinge aufschreiben. Den nächsten Tag planen ist natürlich auch sehr sinnvoll. Oder der nächste Punkt wäre auch nochmal abends ein paar Seiten in einem Buch zu lesen. Ich finde es einfach viel einfacher, sich zu sagen, okay, ich lese jetzt jeden Abend 3 Seiten in einem Buch, als dann irgendwie sich vorzunehmen, ich mache jetzt 2 Mal in der Woche eine 4-stündige Lesesession. Ich persönlich genieße Lesen einfach sehr und mache es sehr, sehr gerne und denke daher aber irgendwie, dass es nicht so eine richtige Arbeit ist, sondern eher Entspannung und was Hobby-Fun-mäßiges. Und deswegen nehme ich mir dafür nicht so viel Zeit in der Woche, wie jetzt beispielsweise für Schulaufgaben oder so, weil ich ja denke, dass das nicht sowas sinnvolles ist. Und deswegen kommt das auch sehr gerne mal etwas kürzer bei mir in meinem Plan, Tagesplan, weil ich mir dafür nicht so viel Zeit nehme. Und deswegen lese ich einfach am meisten abends oder halt morgens, weil das so die Zeiten sind, wo ich dann tatsächlich mal ein bisschen Zeit dafür in Anspruch nehmen kann, um dann wirklich immer was zu lesen. Aber natürlich ist Lesen auch sehr wichtig, und deswegen das am Abend einfach mal so ein paar Seiten. Die vierte Sache, um am Morgen gut aufzustehen und sich auf den Tag zu freuen, ist direkt noch eine Sache aufzuschreiben oder zumindest rauszusuchen, auf die du dich an dem nächsten Tag freuen kannst. Denn ich habe ja auch schon in meinem Video, wie man früher aufstehen kann, gesagt oder euch als Tipp gegeben, dass es sinnvoll ist, eine Sache zu haben, auf die man sich an dem Tag freut. Und ich glaube, es ist halt super schade, wenn man einfach nur aufsteht, nur arbeitet, aber nicht mal eine Sache am Tag, auf die man sich freuen kann. Und deswegen ist mein Tipp, oder was ich immer sehr, sehr gerne abends mache, dass ich mir eine Sache raussuche, auf die ich mich am nächsten Tag freue. Natürlich kannst du das auch aufschreiben. Ich persönlich sage mir das einfach nur so oder denke mir das aus, aber ich schreibe es nicht richtig auf. Und die Sache rufe ich mir dann nochmal am Morgen ins Gedächtnis und habe dann schon gar keine Motivation für den Tag.
Und der sechste Punkt ist, am Abend nochmal viel zu trinken. Das gleiche habe ich auch schon beim letzten Video angesprochen. Und zwar, es klingt vielleicht komisch am Anfang, aber ich weiß nur, ich trinke abends einfach sehr, sehr gerne was, weil ich dann am nächsten Morgen auf Toilette gehen muss. Und das hilft mir dann, besser aufzustehen, weil ich dann schon so eine Motivation und so einen Drang habe, morgens aufzustehen und nicht nochmal eine halbe Stunde lang im Bett liegen möchte. Also ja, das waren meine super 5 Tipps, was du am Abend machen kannst, um am Morgen besser aufzustehen. Lass mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren für weitere Frühaufstehen, besser schlafen, Morgenroutine, Abendroutine-Tipps. Generell gibt es auf meinem Kanal jeden Donnerstag und Sonntag ein neues Video zum Thema Produktivität, Schule, Lernen und Routine. Also vergesse nicht mir zu folgen, falls dich diese Themen interessieren. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und gute Nacht, falls du gleich schläfst. Und hoffe dann, dass wir uns nächstes Mal hier wiedersehen. Bis dann. Tschüss.